Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Yo Leute, was geht? Heute habe ich mal wieder einen Unlimited Money Glitch für euch. Bevor wir jetzt aber damit anfangen, will ich euch nochmal ganz kurz auf meinem Unlock All und Modded Account Gewinnspiel hinweisen. Dafür müsst ihr nur ein Like da lassen, den Kanal abonnieren, in die Kommentare schreiben, Hashtag Team Piero, warum ihr gewinnen wollt und mir auf Instagram folgen und meine Bilder liken. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Nochmal ganz kurz am Rande, Leute, wir haben bald die 5000 Abonnenten und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr alle mal meinen Kanal und meine Videos an eure GTA-Freunde teilen würdet, damit wir noch vor Dezember die 5000 Abonnenten schaffen. Das würde mich mega freuen. Fangen wir jetzt aber an mit dem Video. Und zwar habe ich euch in der Beschreibung einen Job verlinkt, den müsst ihr euch im Social Club markieren. Und zwar müsst ihr an ein Capture starten und dann halt den markierten Job. Dann ladet ihr euch einfach noch ein, zwei Freunde ein und stellt es auf 7 Runden. Ich habe es im Hintergrund nur auf eine Runde gestellt, damit ich es euch zeigen kann. Ich zeige euch auch mal ganz, ich erkläre euch mal ganz kurz, was ihr in diesem Job machen müsst. Am Anfang, wenn ihr im Team 1 seid, müsst ihr mit dem Cargobob auf den Flughafen fliegen. Und da seht ihr auch ganz, ganz viele Miniguns. Und ja, dann landet ihr mit dem Cargobob, sammelt die Miniguns ein und tötet Frauen. Ja, es hört sich ein bisschen schlimm an, ist auch schlimm, aber ihr verdient damit euer Geld. Ja, und der positive Vorteil, sage ich jetzt einfach mal, liegt daran, dass ihr nicht nur das Geld vom Job bekommt, ihr kriegt auch für jede getötete Frau Geld. Das ist wie wenn ihr jetzt einen NPC irgendwie tötet und der ab und zu mal Geld droppt. Hier ist es so, die droppen immer Geld und ihr könnt euch mit euren Freunden absprechen, wer wann wie das Geld einsammelt. Und das muss ich sagen, ist schon wirklich richtig gut, dass man dann halt das ganze Geld einsammeln kann. Also ich finde den Job richtig gut und ja, wie gesagt, ne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, teilt das Video, teilt meinen Kanal an eure GTA-Friends, damit wir noch vor Dezember die 5K ja, auf dem Papier haben, auf dem Bildschirm haben. Ich bin raus, haut rein, aktiviert die Glocke, weil Leute, ich werde jetzt versuchen, wieder jeden Tag einen Glitch oder ein Video hochzuladen. Ich will morgen wieder ein Paintjob-Video bringen, das heißt, wenn ihr euch Paintjobs interessieren, schaltet wieder ein, vielleicht auch übermorgen, aber ich will mich jetzt daran richten, ihr habt es mir gesagt, ich soll wieder täglich Videos bringen und ich werde versuchen, wieder täglich Videos zu bringen, deswegen lasst schon mal dafür ein Like da, ich bin jetzt aber raus, haut rein und ein pyrotastisches Tschüss!